Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Südermann am Mittwoch. Und wenn ich mir jetzt erstmal so alles angucke, schon dritte Folge und irgendwie so richtig geschafft haben wir hier auch noch nichts, ne? Liegt vielleicht daran, weil wir vielleicht, ne, vergessen haben, den Drescher zu tanken. Ja, shame on me. So. Dann sehen wir mal zu, dass wir in die nächste Bahn reinkommen. Dann können wir uns auch gleich abtanken lassen, weil wir sind schon fast wieder cool. So, Schnittwerk runter. So, genau, da wollte ich jetzt erst, da muss ich noch mal gucken. Jetzt, einmal in den Hühnerstall. Also, ich weiß ja nicht, ne? Also, ich weiß ja wirklich nicht. Vielleicht baue ich den noch um. Ich muss mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich meine, man kann ihn ja abreißen. Das geht ja. Und wenn man ihn abreißen kann, dann baue ich da einfach einen neuen Stall hin. Kann man auch den großen nachher hinbauen. Das muss ich aber einmal vorher auf dem separaten Safe-Game mal probieren. Also bevor ich hier die Karte versaue, wäre nur ein bisschen blöd. Aber komischerweise, warum ist das jetzt auf einmal, dass es jetzt im hier Hühnerstall, dass sie so viel fressen? Ich meine, jetzt haben wir in der, ne, Montagsfolge haben wir das jetzt ja nur gemacht. Und wir sind jetzt, ne, Mittwochsfolge. Dann müsste ja rein theoretisch in der Freitags- oder am Ende der Freitagsfolge, da müssten wir dann ja quasi schon wieder nachlegen. Und vor allem, wie ist das denn überhaupt in der Nacht? Also ist mir das vorher nie aufgefallen oder ist hier... Also ein Update hat es ja noch nicht gegeben, das wüsste ich ja. Ich meine, so ganz original ist der Tierstall hier nun auch nicht. Der ist ja ein bisschen hochgecheatet, ne? Naja. Wie ist die Kamera heute ein bisschen kacke? Sekunde. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, ich bin schon da. Sekunde, so. Halt. Na toll, jetzt sehe ich mich auf dem anderen Mond hier auch nochmal.
So, machen wir dich mal da wieder rüber. Jetzt habe ich wieder diesen scheiß Blauschimmer da drin, ne? Lass ich das mal so stehen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt bewegt habe oder sowas, dass die irgendwie nicht so richtig hinterher kam. Lass mir das mal so stehen. Ich glaube, das ist auch so, dass das nächste auf der Agenda, sage ich mal. Also wir haben jetzt ja sogar. Also ich bin ja noch in der Vorwoche von der Aufnahme, also ich bin am Donnerstag. Ich habe auch gestern gesehen, dass hier Amazon ja irgendwie ihre Osterwoche hat oder so. Ich habe zwar eben so einen kleinen Blick riskiert, aber ich werde mal vielleicht eben ein Auge haben. Vielleicht finde ich ja auch ne, hier etwas vernünftigere Kamera, die dann ne, ein bisschen günstiger ist. Weil das hier ist jetzt nämlich, finde ich jetzt auch echt kacke. Wenn ich jetzt sogar, ne, während der Aufnahme ständig darin rumspielen muss, dass das Bild einigermaßen ist, aussieht. Also. Was mir jetzt so wieder so einfällt, ist, was ich auch schöner finden würde, ne? Ich aber nicht realisiert. Wenn ich meinen, ne, linken Monitor über dem anderen hätte, wäre das, glaube ich, vom Sehen oder vom Gucken her besser. Aber lässt sich auch nicht wirklich hier realisieren, weil ich müsste mein Regal denn irgendwo anders hinbauen und ich wüsste nicht wo. Alles so Gedanken im Kopf, die hier eigentlich hier irrelevant sind im Moment, ne? So, Kollege. Ich möchte hier aber gleich noch einmal was ausprobieren, ob das hier auch ist. Es ist mir jetzt in der Marschaufnahme aufgefallen, wenn er jetzt unter meinem Röhrchen fährt und mich abtankt, wenn du dann aussteigst, macht er die Plane zu. Das ist nur immer so ein Ding, was ich jetzt mal eben einmal kurz eben testen will. Ob das hier auch ist. Ja, bleib stehen. Tatsächlich, macht er hier auch. Aber dann fährt er jetzt natürlich auch mit ihm seine Runde. Ich wollte es ja noch mal getestet haben. Also ist tatsächlich auch so, jetzt beim Abtanken darfst du auch nicht mehr aussteigen. Es sei denn, man sagt dem Abfahrer hier, ne, du brauchst die Plane nicht zu machen. Lass die Plane offen. Dann tankt er ja wieder von selber weiter ab, aber.
Naja, ist ja. Also ich vermute jetzt eigentlich auch, ich habe hier bei AD, ich müsste eigentlich auch eine neue Version jetzt sein, ne? Die 2016, ne? Ich meine, es war vorher eine andere. Bin mir da jetzt zwar auch nicht so ganz sicher, aber. Oh. Ja gut, GPS anmachen hätte man auch können, ne? Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum fährt er nicht in der Bahn? Hä? So. Ach, meine Güte. Aber ich hoffe ja mal nicht, dass es so bescheiden wird wie in der Aufnahme von dem Marsch. Also, ich weiß nicht, wir sind jetzt am Mittwoch. Wenn ich jetzt nochmal gucke, Mittwoch. Ah ne, in der morgigen Folge, da wird es interessanter. Ja, es hat mich doch ein bisschen. Alles ein bisschen genervt. Und ich kann da ja auch, da kann ich auch sagen, wo ich fertig war, da habe ich auch einen Scheiß ausgemacht. Das hier hat, da hat es mir auch ein bisschen gereicht. Weil es irgendwie auch alles nicht so richtig laufen wollte. Oder so laufen wollte, wie es eigentlich laufen sollte, aber. Super nachgedacht, dass mit einem neuen Safe Game bei der Marsch ist jetzt nun wieder ein bisschen doof, weil ne, die große Mission ja da oben läuft. Kann ich das jetzt überhaupt sagen? Ja doch, klar, kann ich jetzt eigentlich sagen. Die ist jetzt ja aktuell, ja. Wenn man natürlich ein neues Safe gemacht, dann ist ja alles wieder auf Null sozusagen. Ne? Gibt es die Mission in der Version oder in dem Moment ja nicht mehr. Und da gibt das ja richtig Geld für die Mission, ne? Also, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt war. Was ist jetzt? 600.000 oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr. So. Na, ich behalte euch im Auge. Also mal noch so ein bisschen spekulieren, ne? Also es wird jetzt nichts Tolles hier geben. Ich wollte gerade sagen, wundert mich jetzt eigentlich, dass es keine beziehungsweise dass es keine Grasmission gibt. Im Endeffekt ist ja eigentlich auch nur noch die 30 nur noch über. Aber wir haben ja Februar. Ich meine März, ne? Das sind März oder April. Dann wieder eine Mission oder die Grasmission laufen, ne? So, dann werden wir jetzt auch eben einmal zurückschieben und hier Röhrchen raus.
Dann tanken uns mal den bitte ab. Ja, mach langsam, nicht dran vorbeifahren. Obwohl, da muss ich auch sagen, habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Dass er denn vielleicht von hinten ne, angehüllt kam und fährt dann hier dran vorbei, ne? Habe ich eine ganze Weile jetzt nicht gehabt, also. Naja, aber ich würde sagen, das war's für die Folge und wir sehen uns, wenn ihr mögt, sehr gerne morgen. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.